Ja, hallo liebe Wanderfreunde. Hallo. Hallo, hier sind Steffi und Franz. Wir machen heute eine kleine Wandertour bei Bräunlingen im Schwarzwald. Und zwar, wir gehen auf einen ganz tollen Weg, den wollen wir erkunden. Das ist der Bräunlinger Bierpfad. Da bin ich ja mal gespannt. Und ich auch. So, hier beginnt der Bräunlinger Bierpfad bei der kleinen Brauerei Löwen. Ja, da sind wir mal gespannt. 6,5 Kilometer ist er lang, 80 Höhenmeter, das ist ja also nicht so wahnsinnig viel. Die Dauer des Bierpfads etwa 2 Stunden. Steffi filmt schon fleißig. Hier gibt es noch einen Heckenerlebnispfad, aber den gehen wir heute nicht. Die Kirche da oben, das ist die Remigiuskirche. Das ist eine der ersten Kirchen hier auf der Bar. Steffi hat schon wieder was entdeckt. Kunst. Wir laufen jetzt Richtung Hüfingen von Bräunlingen aus und zwar entlang der Breg. Die Breg ist eine der beiden Quellflüsse der Donau. In Donaueschingen kommen Brigach und Breg dann zusammen. Ah, da kommt wieder eine Hinweistafel. Das deutsche Reinheitsgebot. Leonhard von Eck. So, Steffi hat bereits das erste Hinweisschild gefunden. Auf der Strecke sollen 7 Tafeln erklären, wie das Bier entsteht, wie das es schmeckt. Das deutsche Reinheitsgebot. Und hier gleich das erste, hier geht es um das deutsche Reinheitsgebot. Muss alles seine Ordnung haben, auch beim Bier. Ja, vom bayerischen Herzog Wilhelm dem 6. 1516 wurde es niedergeschrieben und wurde festgelegt damit. Und er hier. Ja, genau. Da wurde festgelegt, wie das Bier zu brauen ist. Denn vorher gab es alle möglichen Versuche und Rezepte und manche gingen halt schief.
Ja, jetzt bin ich mal gespannt, was da noch alles kommt. Die erste Tafel haben wir also hinter uns. Jetzt wissen wir Bescheid über das deutsche Reinheitsgebot des Bieres. Allerdings muss man dazu sagen, damals, als es festgeschrieben wurde, gab es noch keine Hefe. Das wusste man gar nicht. Das kam erst sehr, sehr viel später. Aber da werden uns die Tafeln wahrscheinlich auch noch informieren. Heute ist ein sehr warmer Tag. Wir haben trotzdem uns entschieden zu wandern. Ich glaube 30 Grad haben wir. Ja, locker. Ja. Wir haben was zu trinken mitgenommen. Aber kein Bier. Kein Bier, nee. Wasser haben wir dabei, Mineralwasser. Eine seltene Pflanze. Da gibt es also doch noch einiges zu entdecken unterwegs. Jetzt haben wir festgestellt, hier ist großer Verkehr. Mussten wir ein paar Mal zur Seite hüpfen, weil Fahrradfahrer wahrscheinlich zwischen Bräuningen und Hüfingen hier durchsausen. Ja, bietet sich ja an. Naja, der Weg ist breit genug. Steffi, oh. Der zweite Hinweis, hier geht es ums Brauwasser. Wald entspannt. Oh, wie wahr. Tolle Idee, da setze ich mich doch gerade mal hin. Bei dieser zweiten Station geht es ums Brauwasser, denn das Brauwasser ist mit maßgebend für den Geschmack des Bieres. Steht hier zumindest. Da sind Mineralien drin, andere Stoffe, die dem Bier eben diesen Geschmack geben. Unter anderem. Römern ankommen. Und die Römer hatten hier ein Bad betrieben und es gilt als eines der besterhaltenen im Schwarzwald und vielleicht sogar in Deutschland oder in Süddeutschland. Steffi, ich kann es schon sehen. Die römische Anlage. Da ist schon wieder ein Hinweisschild. Es geht wahrscheinlich um Bier, das ist so Fassform hat es. Rico zeigt dir den Weg. Ah, das ist ja toll. Nun sind wir an einer Hinweistafel, die erzählt die Geschichte des Bieres. Im 6. Jahrhundert wurde bereits im benachbarten Drossingen Bier gebraut. Natürlich nicht nach dem Reinheitsgebot, aber das ist ja egal, das wussten die noch nicht. Wie alt das Rezept ist für die Bierbraukunst, das weiß man nicht. Das könnte 6.000, 9.000 Jahre sein, weiß man nicht. Ist ja auch egal. Wir trinken ja heute frisches Bier, wenn wir Bier trinken. Ja, und in Bräuningen, in der Löwenbräu-Brauerei, wird seit 1783 Bier gebraut. Der Bierpfad führt um die römische Anlage drumherum. Ich zeige euch nachher noch ein bisschen.
Wir zeigen euch noch ein bisschen davon. Wir müssen aber erst bis zur Römerbrücke laufen. Leute, eine so moderne Römerbrücke habt ihr noch nie gesehen. So, jetzt stehen wir auf der Römerbrücke und gucken auf die Regrunda. Habt ihr den gesehen? Steffi hat ihn entdeckt, den Römerhund. Nun geht's weiter. Von der Römerbrücke zweigt der Weg scharf rechts ab, an einem kastellartigen Turm vorbei und am Bad. Ja, die haben fleißig gebadet damals, die Römer. Schatz, ja? Hast du da eine römische Badehose dabei? Oh, die habe ich vergessen. Oh nein. Jetzt können wir im Römerbad nicht baden. Nächstes Mal. Ja, das Kassehäusle hat zu. Ich habe gerade eben gelesen, in der Ferienzeit, Sommerferie, 14 bis 17 Uhr. Sonst an Sonn- und Feiertagen 14 bis 17 Uhr. Außerhalb dieser Zeit kann man nicht die römische Badanlage besichtigen. Leider sind die Scheiben nicht geputzt. Ich habe versucht reinzufilmen ins römische Bad. Oh, das ist schade. Also nicht, dass er herkommt und wollt hier baden, man kann nicht baden. Die Römer haben Wasser aus Quellen gefasst, haben Bäder gebaut und dann haben sie hier geplanscht. Hier drin haben sie sich gut gehen lassen. Jetzt kommt wieder ein Schild, nee, nicht ein Schild, ein Hinweis. Das wäre noch richtig. Ja, ich habe vorhin schon mal gerätselt, was das ist. Ihr wollt wahrscheinlich wissen, wie die Steffi so gut den Weg findet. Denn die Karte, die habe ja ich. Moment, da ist die Karte, aber die Steffi findet trotzdem den Weg, weil sie achtet auf besondere Zeichen. Zwei Bierkrüge. Da sind sie. Noch ist ein bisschen Wald da. Ich hoffe, dass es so bleibt. Bier gibt es unterwegs gar keins. Auch kein Radler, nichts. Kein Probegläschen. Außer Mineralwasser. Und das haben wir hier hinten drin im Rucksack. Bei der nächsten Station, die wir jetzt hoffentlich bald mal erreichen, geht nämlich hier berghoch. Da geht es um die Gerste. Und bin mal gespannt, wo hier Gerste wächst. Kurze Pause, trinken ein bisschen. Nein, kein Bier. Mineralwasser. Und jetzt geht's weiter zur Station Gerste. Okay.
Wir sind auf dem römischen Lehr- und Erlebnispfad. Und gleich nebendran ist die Gerstenstation. Und wie weit sieht man? Oh, ziemlich weit. Oh ja. Wir sehen hier einen Teil der Bar. Im Hintergrund der Fürstenberg. Und hier die paar Häuser, ich weiß nicht, ob man die erkennen kann. Das sind Hüfingen. Das ist die kleine Stadt Hüfingen. Jetzt geht man wieder runter aus dem Halbfass raus. Und hier ist auch schon ein weiteres Schild, ein Stationsschild. Es erklärt, dass es ohne Gerste nämlich nicht geht. Jetzt kommt die nächste Station. Da geht es um ein ganz wichtiges Thema. Um das Glas, um das Bierglas. Es kommt nämlich ganz drauf an, aus welchem Becher oder aus welchem Glas man trinkt. Und das ist ausschlaggebend. Ihr kennt zum Beispiel dieses Glas hier. Achtung, und jetzt kommt die Aufklärung. Ein Pokal. Das nennt man Pokal. Somit kriegt immer jeder einen Pokal. Ja. Ah. Und es hängt damit zusammen, die verschiedenen Gläser. Und zwar, wie die Flüssigkeit in den Mund gerät und dort, wo die Geschmacksstoffe am besten wirken. Zum Beispiel hier, dieser Glastyp wird nach oben hin etwas breiter, das ist klar, das sieht man ja hier. Ja, und das unterstützt die Ausbreitung der Aromen, steht hier. Und so gibt es für alle Arten von Bier unterschiedliche Teku-Becher. Oder hier, den kennt auch jeder hier. Der Humpe. Der Humpe, der Krug, ja. Das ist der Krug, der klassische Bierkrug. Und so wird man hier an dieser Station aufgeklärt. Welche? Das ist, glaube ich, Tulpe, ja. Mal gucken. Ja. Tulpe. Schlanke, dünnwandige Tulpe ist für elegantere und komplexere Biere geeignet. Ein lecker Pilzchen. Zum Beispiel für ein leckeres Pilz, genau, Steffi. Und wer noch ein bisschen mehr erfahren möchte, kann es an dieser Tafel. Ja. Jetzt waren wir bei den Gläsern. Ja. Das ist Nummer 6 gewesen. Oh. Und laut Karte kommt jetzt noch ein langer Weg. Ein langer Weg. Und dann kommt die Station Nummer 7. Jetzt dachte ich, dass wir bald am letzten Punkt ankommen, aber irgendwas stimmt in meiner Aufzählung nicht. Das ist der Weg Nummer, das ist das Wegeschild Nummer oder die Station Nummer 6. Und da geht es um den Hopfen. Ja, hier wird informiert über den Hopfen. Und der Hopfen macht das fertige Bier haltbarer und ergibt ihm aber auch eine bittere Note. Die natürliche Süße des Gerstensaftes soll es in ein Gleichgewicht bringen. Weil hier aber in dieser Höhenlage im Schwarzwald kein Hopfen wächst, hat man einen geschnitzt. Aber jetzt, Leute, wir müssen uns auf was gefasst machen.
laut diesem Plan dauert es. Ich glaube, das letzte Drittel des gesamten Weges laufen wir dann. Vielleicht gibt es da ja ein Gläsle Bier. Oh, vielleicht ist da eine Station, ja. Vielleicht ein Gläsle Bier oder Radler. Oder Sprudel. Oder halt unseren Sprudel. Naturschutzgebiet Deckenreuschen Rauschachen. Und hier waren wir vor einem Monat. Hier gibt es nämlich einen Orchideenpfad. Der Frauenschuh blüht hier. Und hier ist auch ein Kräuterpfad. Das kreuzt sich hier alles. Aber wir gehen nicht Kräuter suchen. Wir gehen auf dem Bierpfad weiter. Weg ab. Ja, das müsste hier sein. Da zeigt den Weg ab durch die pralle Sonne. Steffi, da kommt ein Schild, ein Wanderschild. Mal gucken, ob wir richtig sind oder noch ein Stück weiterlaufen müssen. Da ist das Schild, wir sind also richtig. Das erste Schild, das wir gesehen haben, das irgendwo an so einer Stange hängt. Sonst sind die Hinweise immer auf dem Boden. Steffi, der Wind tut gut, gell? Auf dem letzten Drittel ist keine Schattenmöglichkeit, zumindest sehe ich keine. Dafür streicht hier über die Hochebene ein schöner, leichter Wind, ein kühlender Wind. Jetzt haben wir festgestellt, für diesen Weg haben wir die falschen Schuhe an, dünne Sommerschlappe, und auf dem Weg sind lauter ziemlich spitze Steine. Also wir hätten doch die Wanderschuhe anziehen sollen. Aber jetzt kommt Thea wieder. Ach, jetzt besser. Ganz da hinten, da liegt Hüfingen. Ausläufer der Schwäbischen Alb sind zu sehen. Da hinten liegt Bad Dürheim. Hinter diesem Berg, ganz hinten, Donaueschingen. Und ja, und da ist Steffi. Und noch ein Stückchen weiter, dann kommt Bräunlingen. Wenn er diesen Weg mal geht, nehmt den Kühlschrank mit. Und viel trinken, aber das haben wir dabei.
Blümlein wollen fotografiert und gefilmt werden. Und hier ist sehr viel Getreide. Das wird wahrscheinlich nicht für die Bierproduktion sein. Eher nicht. Jetzt bin ich aber gespannt, geht es jetzt hier runter? Hier gibt es wieder einen Abzweig. Nein, ich glaube gerade. Sehen wir schon die ersten Häuser von Bräunlingen. Mal, jetzt scheint es Party zu geben. Jetzt sind mehrere Krüge angezeichnet. Ach Gott, nicht nur zwei wie üblich. Oder Achtung, der Biertanz. Das ist ein Biertanz. Andere Erklärung haben wir nicht. Hier muss der Biertanz stattfinden. Oh, jetzt sehen wir die Kirche. Ah. Den Kirchturm von Bräunlingen. Da kommen wir genau am Ausgangspunkt raus. Oh, ein fleißiger Bauern. Noch gut, eine Linde. Hier haben wir noch ein bisschen Schatten. Oh, tut es gut hier, der Wind. Ja. Und da unten, da liegt Bräunlingen. Wir haben es halt so fast erreicht, das Ziel. Ah, noch ein bisschen den Wind genießen. Und dann kommen wir schon am nächsten Schild dabei. Vorbei, hat aber nichts mehr mit dem Bier zu tun. Das ist der Heckenerlebnispfad. Station Nummer 6. Ihr seht ja, hier sind viele Hecken. Den gehen wir vielleicht irgendwann mal. Nur jetzt wollen wir irgendwas Eiskaltes trinken. Ah, vielleicht ein Eiskaffee. Steffi, wir haben es gleich geschafft. Ja. Das ist wieder ein Schild vom Heckenerlebnispfad. Aber wir wollen geradeaus. Da ist Bräunlingen. Heiß begehrt heute. Wir sind durstig. Ja. Wir fahren sogar Traktoren rum. Die fleißigen. Sehr fleißig und das bei dieser Hitze. Da unten kommt das nächste Schild. Oh, das letzte Schild. Wir sehen es schon. Da zwischen den Hecken. Die züchten selbst meistens. Manche kaufen sie heim. Aber die das selber züchten. Und diese letzte Station informiert über die Hefe. Die Hefe war ursprünglich im Reinheitsgebot noch gar nicht enthalten. Das kam viel später dazu. Und zwar seit 1880 wird sie erst eingesetzt. Und zwar Louis Pasteur hat sie 1857, hat es die Wechselwirkung von Hefe und Stoffwechsel, Gärung und so weiter herausgefunden. Und seither ist die Hefe ein ganz wichtiger Bestandteil des Bieres. Darüber informiert der Bräunlinger Bierpfad. Steffi hatte schon recht, man muss hier hoch auf diese Hefeweide, um dann wieder zurückzukehren auf den Weg. Klein, aber fein. Steffi, gleich gibt es was zu trinken. Ja. Wir müssen jetzt bald da sein. Ich glaube, ich sehe die Brauerei schon, aber die hat heute zu. Wir gehen also nicht in die Brauerei Löwenbräu oder Brauerei Löwen in Bräunlingen, sondern wir gehen in den Stadtkern rein. Das ist ganz klein. Hat sie ja auch noch viele nette Eintürme. Und dann gehen wir in eine Eisdiele oder so. Ja. Wir holen Eiskaffee, oder? Eiskalt. Eiskalt. Und wir müssen noch Auto fahren. Aber wir werden mit Sicherheit mal nach Bräunlingen kommen und dann dieses Löwenbräu mal probieren. Oh. Ja.
Und hier ist sie wieder, die Breg. Erinnert ihr euch, am Anfang sind wir entlang der Breg gelaufen, ein Stück. Buchbaum. Und an dem Buchbaum hier vorbei, ja. Und jetzt sind wir schon wieder im Stadtkern. Also das Städtl ist winzig klein, sehr schön, sehr hübsch. Hat sehr viele alte Struktur, historisches und auch Neubauten wieder hinten. Irgendwie passt das alles zusammen. Steffi, wir haben Platz. Wo sollen wir uns hinsetzen? Da, wo Vollschatten ist. Vollschatten. Und dann bestellen wir einen Eiskaffee. Das so. Ist eine Belohnung. Oh. Jetzt haben wir endlich das Eiskaffee erreicht, beziehungsweise die Pizzeria. Hier gibt es ganz leckere, eiskalte Eiskaffee. Oh. Bevor wir jetzt gleich das Gerät abschalten, möchten wir uns bei euch bedanken, dass ihr so lange zugeschaut habt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würden wir uns freuen über einen Daumen hoch. Und wenn ihr diesen Kanal abonnieren möchtet, würden wir uns auch freuen. Selbstverständlich könnt ihr auch Kommentare dazu schreiben. Wir würden uns freuen, wenn alle beantwortet. So, jetzt gehen wir weiter. Erstmal trinken wir leer, kühlen uns ein bisschen ab. Heute hat es 30 Grad rum. Oder mehr. Oder mehr, ja. Aber war trotzdem schön. Ja, es war ein bisschen viel. Schön. Aber schön, sind nur 6,5 Kilometer. Ja, aber jetzt genießen wir erstmal. Tschüss. Tschüss. Köstlich. Oh, ist das gut.